Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation HD. Dummerweise ist aufgrund von ungeklärten Umständen meine Aufnahme abgebrochen. Mit Audacity und komplett allen. Ich weiß nicht warum. Ich werde es wahrscheinlich auch nie wissen. Aber wir mussten halt, ich schätze euch jetzt einfach das, was in der letzten Aufnahme passiert ist. Wir mussten halt ein Lager ausnehmen. Ja, da habe ich gesagt, dass mir das immer noch nicht gefällt. Dass einfach jemand nur eine Textur drüber geklatscht hat und das abgeschnitten hat. Das geht gar nicht. Nein, wir mussten da auf jeden Fall ein Lager ausspähen. Das, der Anhänger des falschen Mordecai, glaube ich, hieß es, gehörte. Und ja, da haben wir dann die Nachricht erhalten oder die Nachricht gefunden, dass ein Treffen stattfindet. Wir wussten nicht wann, wir wussten nicht wo, sondern wir wissen nur, dass so viele Anhänger wie möglich versammelt werden müssen zu einem Ritual. Du bist noch heil, wie ich sehe. Was hast du gefunden? Einen Brief von dem Feigling Macondal. Er bereitet eine Zeremonie. Voodoo? Ja, doch zu welchem Zweck? Macht. Welchen anderen Zweck gibt es? Gib vor, dass die Geister mit dir sind, besonders die gefährlichen. Und das Volk glaubt fast alles, was du sagst. Das ist die wahre Magie. Okay. Ja. Das ist genauso wie die Kirsche. Es gibt den bösen Gott. Da entlang. Versteckt in den Bäumen. Der dich im Fege. Warte. Ich kenne diese Männer. Es sind entflohene Sklaven, angeheuert in Saint-Danger. Der Hüttenstadt? Oui. Obwohl sie dem Namen kaum gerecht wird. Ein elendes, überfülltes Nest. Die Männer in eurem Lager? Sie kamen aus Saint-Danger? Oui. Roussillon war nicht glücklich, als ich sie anheuerte. Aber er hat sich daran gewöhnt. Bitte, tu ihnen nichts. Das versteht sich von selbst. Na dann, viel Glück. Geh, ich bin in meinem Geschäft, falls du mich brauchst. Okay. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie der heißt. Das ist so, der Kopf hier oben ist so löchrig wie zwei Erbsensiebe nebeneinander. Und das Loch dazwischen. Und eher gesagt, die Lücke dazwischen. So, ja, ich kann jetzt auch nicht viel über das Spiel dummerweise erzählen. Ach ja. Ich muss nur den Gehilfen töten. Das weiß ich wieder. Und ich hoffe, ich schaffe es. Obwohl es nicht danach aussieht. Gar nicht danach aussieht. Aber da hinten ist er doch. Oh. Ja. Das passiert, wenn man nicht genau liest. Um genau zu sein. Und jetzt werde ich an einem Punkt spawnen. Der viel einfacher ist, finde ich. Warum, weiß ich nicht. Aber es passiert halt. Ah ja, natürlich will ich den mit dem Blasrohr töten, das wir ja so schön haben. Und süße Träume, mein Lieber. Und jetzt muss ich wieder zurück um die Kiste plündern. Das ist Dummheit, was ich gerade gemacht habe. Naja. Passiert eben. Jetzt schnell, bevor die anderen mich sehen. Mein getreuer Gehilfe, die Vorbereitungen sind beendet. Unsere Zeremonie wird in der Johannisnacht stattfinden. Versammle meine Anhänger.
gerade sagen? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wieder zum Dorf gehen. Ich glaube, da habe ich gerade den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte nämlich... Genau, weil es so ruckelt, will ich die Grafik, die Schattenqualität etwas runterstellen. Genau, noch weiter runter. Die steht normalerweise auf sehr hoch. Kann ich auch mit sehr hoch spielen, nur nicht in der Aufnahme. Denn, ja. Fraps belastet den Prozessor auch. Das Problem ist, dass diese Avil Next Grafik meinen Prozessor schon ohnehin stark belastet. Und dann geht das nicht zusammen und die Schattenberechnung nimmt da einiges raus. Also wenn man die Schatten runterstellt, dann geht das vom Prozessor her. Wenn man die Grafik oder Texturtiefe nimmt, dann ist das der Grafikspeicher und so weiter. Ach ja, ich spreche dieses übrigens nach, falls ich das nicht schon gesagt habe. Weil beim Absturz der letzten Aufnahme scheinbar mein Aufnahmeprogramm auch den Geist aufgegeben hat. Und ich das nicht wusste. Und er hat Eier aus Stahl. Und nun? Wo ist Elise? Meine Gesellschaft reicht dir nicht? Oh, das schmerzt. Oh. Sag, was hast du gefunden? Du kannst mir ebenso vertrauen wie der Lady. Ich schwör's. Ich brauche jetzt keine Vertrauten, sondern Informanten. Macondal wird in dieser Johannisnacht eine Zeremonie abhalten. Doch ich weiß nicht wo. Ich weiß, wer helfen kann. Und dafür kannst du mir auch helfen. Es gibt einen einen Medizinmann in Saint-Danger. Die Augen und Ohren des Bayou. Ich schickte Elise zu ihm mit Vorräten. Doch sie vergaß dies. Es ist so schwer, heutzutage ehrliche Kriminelle zu finden. Gib ihm das, gewinne sein Vertrauen und die Geheimnisse des Bayou gehören dir. Vielen Dank. Apropos, komm zurück, wenn's erledigt ist. Ich habe einige Aufgaben, die einer Frau deines Kalibers bedürfen. Und etwas Arbeit auch. Textlache.